Mathe, was passiert mit Dilly, wenn sie Cosmog finden? Ich verstehe zwar nicht so genau, was hier vor sich geht, aber wir müssen Dilly und Cosmog auf jeden Fall beschützen. Und das können wir am besten, wenn wir noch stärker werden. Also auf zur nächsten Prüfung. Auch wenn ich mir von Bromley so einiges anhören muss, ich will meine Inselschanderschaft abschließen und dafür sorgen, dass noch mehr Leute den Spaß an Pokémon-Kämpfen entdecken. Und ich werde auch alles geben, um die Wünsche meines Partner-Pokémon zu erfüllen. Ey, ist zum ersten Mal, dass er Marikake nicht draußen hat. Cool. Fällt mir gerade so auf nebenbei. Das Pokémon im Gästezimmer wartet schon eine halbe Ewigkeit auf seinen Trainer. Dieser Trainer muss ein wahrer Scholl sein, sein armes Pokémon so lange allein zu lassen. Welches Pokémon ist es denn? Am Ende ist es Bill. Er ist selbst das Pokémon. Hey, ein Velusi. Hm. 47 Herrscher-Sticker. Das ist ein Schlafen des Wuffels. Sieht so glücklich aus, wie es hier schläft. Da werde ich selbst ganz müde. Ken. Das ist der Mondstein. Lol, liegt einfach so rum. Diktri und... Diktri. Diese Oase wird nur so geschätzt, weil sich um sie herum die Hyäna-Wüste erstreckt. Bei den Pokémon-Typen ist das ganz ähnlich. Manche Typen lernt man erst zu schätzen, wenn man selbst einen Typen-Nachteil unterliegt. Sehe ich da hinten ein Gastrodon? Ich war früher mal leidenschaftlicher Angler, bis mein Surfbrett an den Haken ging. An jenem schicksalhaften Tag tausche ich Angelhut und Weste gegen freien Oberkörper und Salzwasser im Gesicht und wurde Surfer. So, Megablock. Was klotzt du so? Ich kann auch in der Hocke voll der Wache stehen. So, Herrscher-Sticker. Klauen wir uns mal. Team Skull ist aus einer Gruppe entstanden, die den frühen Inselkönig als Boss hatte. Wusstest du das schon? Aber irgendwann haben die übelsten Stress mit dem Kapu gekriegt und dann hat sich der ganze Laden aufgelöst. Naja, der Großteil. Niemand weiß, wer zum Inselkönig ernannt wird. Die Leute sind den Launen der Kapu-Pokémon ausgeliefert. Ach. Die wissen das schon. Was willst du von mir? Du kannst ja doch nicht einfach so reinspazieren. Ich hab doch gar nichts gemacht. Geh einfach wieder oder willst du Ärger? Ich will Ärger. Aber was? Mir passt das leider jetzt zeitlich leider gar nicht. Und ich würde dich eh zu Kleinholz verarbeiten. Deshalb schenke ich dir das hier. Komm wieder, wenn du richtig geübt hast. TM12 Verhöhner. Was willst du denn jetzt noch? Lass gut sein und geh endlich weiter trainieren. Ein Muggelbaum. Und? Irgendwo tief in der Wüste liegen die Ruinen des Gedeihens verborgen. Aber da die Winde unterbrochen den Sand verwehen, sind sie nur schwer zu finden. Will uns Kabutoro damit vielleicht sagen, dass er von uns in Ruhe gelassen werden will? Ja. Um es kurz zu halten. Alola, junge Trainer auf Inselwanderschaft. Ich bewache diese Barriere des Captains. Du darfst sie erst passieren, wenn du die Prüfung vom Typ Geist bestanden hast. Ein Gastrodon, sag ich doch. Ein westliches Gastrodon. Östliches rosa-weiß. Die Hyäna-Wüste ist ein natürliches Labyrinth. Um sie zu durchqueren, muss man sich angeblich die Steinstapel genau ansehen. Es heißt, die Zahlenfolge 2143 sei der Schlüssel zum Erfolg. Was das wohl bedeutet? So, wir gehen weiter. Dorf der Kapu. Wir sind da. Dorf der Kapu.
Das ist also das Dorf der Kapu. Hier erschienen einst die Kapu, um Mount Lanakila zu beschützen, jener Berg, der Sonne und Mond so nahe ist. Heute erinnert sich nur noch der Name dieses Orts an jenes denkwürdige Ereignis. Sowas ist sehr schade. Puh, hey Matze, das Etterhaus, in dem sich der Captain aufhält, muss ganz in der Nähe sein. Da geht's zum Fuß des Mount Lanakila. Auf dem Gipfel bauen sie gerade eine Pokémon-Liga. Der Professor hat mir erzählt, dass man in den Pokémon-Ligen der anderen Region gegen 4 superstarke Trainer, die sogenannten Top 4, antreten muss. Ein Kampf zwischen den Top 4 und den Inselkönig bzw. Inselköniginnen, das wäre doch spannend. Wer wohl gewinnen würde? Mein Opi natürlich, hehe. Hala ist stark. Oh, Alola. Hallola, zurück. Das ist also das Dorf der Kapu. Wir sollten es gründlich erforschen. In den Dokumenten, die uns überliefert wurden, steht, dass Necrozma einst auf der Suche nach Licht nach Alola gekommen sei und an diesem Ort gegen die Kapu-Pokémon gekämpft habe. Dabei strömte ein Licht aus der Ultrapforte, welches einer Theorie nach bewirkte, dass die Attacken der Pokémon zu Z-Attacken wurden. Von Gier getrieben versuchten unsere Vorfahren, die Kontrolle über das gesamte Licht Necrozmas zu erlangen. Das Resultat war katastrophal. Necrozma wurde verletzt und verlor einen Teil seines Körpers. Es geriet darüber so sehr in Rage, dass es begann, das Licht zu rauben, das es fand. Aus diesem Grund haben unsere Vorfahren den Metropo Tower errichtet und das tobende Necrozma darin eingesperrt. Doch der Metropo Tower kann Necrozmas Hunger nicht mehr lange standhalten. Wir sind nach Alola gekommen, um einen Weg zu finden, es ein für alle Mal zu besiegen. Aber wir sind leider noch absolute Anfänger, was Pokémon-Kämpfe angeht. Es wäre eine nahezu unmögliche Aufgabe, Necrozma mit unseren Fähigkeiten zu besiegen. Ich verstehe zwar nur die Hälfte von dem, was die beiden sagen, aber das Ultraforschungsteam ist eindeutig ziemlich verzweifelt. Ich will einfach nur, dass alle glücklich sind, einschließlich Necrozma. Du doch auch, oder? Er hat Necrozma noch nie in seinem Leben gesehen. Er weiß nicht mal, was mit Necrozma ist. Necrozma ist einfach nur ein Badass. M-O-T-H-E-R-F-U-C-K-E-R. Necrozma zwingt Tali in die Knie, ohne dass Tali das Alphabet aufsagen kann. Alola, dank dem Pokémon lassen sich die Baumaterialien ganz bequem durch die Gegend transportieren. Alola, wir stampfen hier eine absolute Spitzenliga aus dem Boden. Also sollten alle hart trainieren, um auch absolute Spitzentrainer zu werden. Okay, da können wir noch nicht hoch. Noch nicht, das kommt noch. Was ich schon machen wollte, ich wollte ins Pokémon Center kurz mit den Pokémon heilen. Und dann können wir ja weiterschauen. Vielleicht müssen wir dann nochmal kurz zurück diese Quest erledigen. In Malihe City. Da war auch noch was. So, nein. Attacken wie Absorber oder Megasauger rauben dem Gegner KP. Ich frage mich, ob KP je nach Pokémon anders schmecken. Sag mal, hast du zufällig ein Paragoni dabei? Nein. Wenn ja, würdest du es vielleicht gegen mein Paragoni tauschen? Du wunderst dich vielleicht, warum ich mein Paragoni gegen dein Paragoni tauschen möchte. Das hat natürlich einen Grund. Ich will sehen, ob es an dem Gerücht dran ist, dass ich neulich über dieses Pokémon gehört habe. Nein, leider nicht. Aber soweit ich weiß, entwickelt sich Paragoni beim Tausch, oder? Der Wissenschaftler Ankromas ist sehr stolz auf seinen aufsetzbaren Computer. Wegen seiner ausgeklügelten Wasserkühlung soll er einfach und praktisch in der Benutzung sein. In Alola gibt es erstaunlich viele Professoren, die Pokémon erforschen, nicht wahr? Professoren fühlen sich wohl allgemein von dem schönen Wetter hier in Alola angezogen. Warst du in einem Pokémon Resort? Je mehr Pokémon sich dort aufhalten, desto mehr Pokémon findest du. Nein, war ich nicht. So, und wir fliegen jetzt zurück nach Malihe City, nachdem wir hier mit dem Typen geredet haben. Du und dein Pokémon, ihr habt bisher 137 Kämpfe gegen andere Trainer beschritten. Hut ab, dann bist du inzwischen sicher auch ein wahrer Meister im Einsatz von Fähigkeiten. Aber kannst du es auch mit mir aufnehmen? Na klar. Ich habe ähnlich viele Kämpfe beschritten wie du. Ich bin gespannt, was Pokémon stärker sind. Los, zeig mir, was du drauf hast. Oh, der will kämpfen, alles klar. Dann fliegen wir wohl erst in der nächsten Folge nach Malihe City zurück. Veteran Ryan fordert dich heraus. Und der kämpft mit Draschel. Au, lange kein Draschel mehr gesehen. Tolles Pokémon.
beherrscht schon Drachenklaue. Alles klar. Laubklinge. Ist nicht sehr effektiv. Schluss dann noch besiegt. Knacksel. Silvaro muss weiterkämpfen. Knacksel ist nämlich teilweise Boden-Pokémon. Laubklinge. Kranker Shit. Kranker Shit, Alter. Puh. Bulbork, du bist dran. Fuchtler. Yo! Alles klar. Knogga, du bist dran. Also im 3 gegen 3 hätte er jetzt gewonnen. Was ist hier eigentlich gerade los? Was? Das läuft weiter. Jetzt hat sich gerade hier die Aufnahme aufgehängt. Alter, was war denn hier los jetzt?
das war wohl ein schlechter Scherz. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Attacke, die wir vorhin geschenkt bekommen haben, schon längst jemandem beigebracht. Ohne Witz. So, Amphoros ist hiermit besiegt. Und Wolverock ist dran. Danke! Jawoll! 1248 für Wolverock. Alter, unglaublich. Du hast echt viel mehr Trainerkämpfe schreibt als ich. Definitiv nicht. Das war. Du hättest uns beim 3 gegen 3 hätte er uns eher so vernichtet.